Ja, hallo, ich bin der Dennis Schönfeld und arbeite im Unternehmen im Bereich der Schweißtechnik und bin da als Fachbauleiter tätig. Ich bin tatsächlich durch einen Bekannten zu dem Job gekommen und habe da angefangen mit dem Termitschweißen, mit der Standardausbildung und habe mich dann über die Jahre weiterentwickeln können zum elektrischen Schweißen und darüber hinaus dann habe ich die Möglichkeit bekommen, den Fachbauleiter zu machen, also den Schweißmeister. Ja, in dem Bereich arbeite ich jetzt. Ich bin dafür zuständig, dass die Schweißarbeiten für die jeweiligen Bauvorhaben ordnungsgemäß ausgeführt werden. Den Spannungsausgleich stellen wir her und das ist im Prinzip, wenn wir einen Bauvorhaben anfangen, fängt er an beim Schotter, beim Gleis und wir sind nachher hinten dran, die kommen, die das lückenlose Gleis herstellen, schweißen und da bin ich halt dafür da, dass das ordnungsgemäß läuft, also reibungslos und organisatorisch sauber ist. Ja, meinen Job finde ich toll, die Herausforderung für jedes Bauvorhaben, was immer anders ist, da ähnelt sich keins dem anderen. Wir haben immer wieder neue Sachen, die auf einen zukommen und da Probleme zu lösen, das anzugehen. Auch mit den Kollegen. Die Kollegen sind alle unterschiedlich und das ist toll, so facettenreich zu agieren, dass man guckt, dass es passt. Also das nachher alles zueinander kommt. Das ist das Schöne, ja. Ja, ich habe ja in den 12 Jahren, wo ich jetzt hier bin, schon eine Menge erreichen können, wo ich selber gar nicht eigentlich in dieser kurzen Zeit mit gerechnet hätte. Und wir haben jetzt ja einen neuen Unternehmensbereich, die Prüftechnik. Und in diese Richtung würde ich mich ganz gerne weiterentwickeln, was nachher wahrscheinlich denn, wenn alles gut geht, mit dem Bereich Fachkraft Schienentechnik abschließen würde. Und das wäre schon ein ganz guter Weg. Da würde ich mich sehr freuen, wenn das klappen würde. Ich denke, wenn der Wille da ist und das Interesse, wir haben ja so viele Bereiche, wo man sich weiterentwickeln kann. Was Spaß macht. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei und man sollte da auf jeden Fall dranbleiben, wenn man daran glaubt. Und ich denke, da werden einem auch keine Steine in den Weg gelegt. Also das wird ja eigentlich schon ganz gut praktiziert, finde ich. Mit der Akademie finde ich, ist das, glaube ich, schon ein sehr guter Schritt, den Spitzke gemacht hat. Wir haben aus dem eigenen Kollegenbereich ja auch einige die Kollegen, die sich gut weiterbilden konnten. Und dass das natürlich alles unter einem Dach funktioniert, ist eine tolle Sache, dass man nicht weite Wege hat wie in Süddeutschland oder sonst wohin. Also das kenne ich ja auch aus meinen Ausbildungen. Ist das schon eine schöne Sache, dass das auch vor Ort geht.